www.antennenetz.de. Das ist mal eine tolle Farm, was? Wow. Die gehört jetzt mir. Also eine Zeit lang zumindest. Die Besitzer sind nämlich ein paar Tage verreist. Und so lange schmeiße ich den Laden. Mittagessen. Naja, also Davina hilft mir ein bisschen dabei. Na, jetzt schnauf doch nicht so laut. Wow. Hab ich doch gleich gesagt. Ich regel das. Was denn? Och Mann, diese blöden Stechmücken. Davina, ich brauch ganz dringend Mückensalbe. Lieber Olli, bin zum Einkaufen gefahren und gleich wieder zurück. Lass dir bis dahin dein Frühstücksei schmecken. Davina. Welches Frühstücksei? Also, ich sehe keins. Na toll, da hat Davina meins wahrscheinlich gleich mit aufgefuttert. Mann, Mann, Mann. Der Tag fängt ja gut an. Kein Frühstücksei und jede Menge Insektenstiche. Ist Davina schon wieder zurück? Ach, ihr seid die Pfeifen. Hey, Moment mal. Ist das nicht mein Frühstücksei? Na klar, gib mir das sofort wieder her. Hey. Hey, Vorsicht. Hey, gib mir das sofort wieder her. Das Rührei könnt ihr jetzt behalten. Aber das hat ein Nachspiel, Freunde. Lasst euch hier bloß nicht wieder blicken. Und hört auf so zu pfeifen. Olli. Es gibt eindeutig zu viele Tiere hier auf dieser Farm. Wie bitte? Guten Morgen erstmal. Ich weiß nicht, was an diesem Morgen gut sein soll. Hey, was ist denn dir für eine Laus über die Leber gelaufen? Keine Laus. Eine pfeifende Horde gestreifter kleiner Eierdiebe. Pfeifen? Gestreift? Ach so, meinst du die Mangusten? Haben die dein Frühstücksei geklaut? Ja, und die müssen weg, und zwar sofort. Ach, Olli, nur wegen dem Ei? Und die pfeifen da auch noch drauf. Das nervt. Oje, da haben die Stechmücken aber ganze Arbeit geleistet, ha? Ja, die können gleich zusammen mit den Mangusten von hier verschwinden. Ach, jetzt mal locker, Olli. Jeder Farmer hier in Afrika wird sich freuen, solche Mangusten auf seinem Gelände zu haben. Ja, wahrscheinlich essen die Farmer hier auch nicht so gerne Frühstücksei wie ich. Ach, Quatsch. Aber die Mangusten sind hier sowas wie die Beschützer. Vor wem sollen die kleinen Stinker denn bitte schön beschützen? Na, zum Beispiel vor Kobras. Vor Kobras? Warte. Schau her. Thank you.
Oh, die nehmen es ja tatsächlich mit einer Kobra auf. Wow, das hätte ich den kleinen Kerlen gar nicht zugetraut. Jetzt tut's mir fast schon wieder leid, dass ich sie verjagt habe. Oh Mann, schon wieder so eine blöde Mücke. Komm her. Du hast die Mangusten verjagt? Das hättest du mal besser nicht gemacht, Olli. Wieso denn nicht? Na, weil die jede Menge Insekten und Ungeziefer fressen. Hä? Auch Stechmücken? Na, wenn sie welche erwischen, sicher. Wo willst du denn jetzt hin, Olli? Mich entschuldigen. Die werden Augen machen, wenn sie mein Geschenk sehen. Schaut mal, was ich hier für euch habe. Ein leckeres Ei. Halt! Das bekommt ihr als, sozusagen als... Naja, ich wollte mich bei euch entschuldigen. Und hopp! Hey, halt, wartet doch mal. Na, ihr seid ja eine chaotische Truppe. Also, dass die je mal ein Insekt gefangen haben, glaub ich nicht. Die klauen doch eher unsere Essenssachen. Aber das hier kriegt ihr nicht. Und vor Kobras und Skorpionen macht ihr euch doch bestimmt in die Hose. Da haben wir es doch. Von wegen Beschützer. Die haben wirklich gar nichts drauf. Höchste Zeit, dass sich mal jemand darum kümmert. Olli, hör auf, das kitzelt. Ich will schlafen. Das bin ich nicht. Ja klar, wer denn sonst? Ich jedenfalls nicht. Oh. Hey, nicht kitzeln, Davina, das ist unfair. Das bin ich nicht. Ja, wer denn sonst? Ein Skorpion! Bitte mal um Ruhe! Hier wimmelt von Kakerlaken. Und heute Nacht hatten wir sogar einen Skorpion in unserem Haus. Und wo wart ihr? Wahrscheinlich schlafen oder Essen klauen. So geht das nicht weiter. Als Beschützer auf diesem Gelände, da müsst ihr fit und wachsam sein. Aus diesem Grund starten wir heute mit dem zigfach bewährten Olli-Spezial-Trainingsprogramm. Wenn ich pfeife, laufen bitte alle nacheinander durch diesen Hindernisparcours. Verstanden? Dann los! Hä? Nein, nein, nein! Durch den Parcours! Alle nacheinander, habe ich gesagt! Was macht ihr denn da? Hey, ihr da, los! Durch den Parcours! Ich habe doch extra Pfeile hingemacht! Rechts, rechts! Nein, das andere rechts! Oh! Ihr macht ja alle, was ihr wollt! Hey, hier ist der Parcours. Sehr gut. Und jetzt um die Tore herum. So geht das nicht. Nein, nein, um die Tore herum. Enten trainiere ich nicht. Ich befürchte, da kommt noch sehr viel Arbeit auf uns zu. Ich trainiere keine Enten, sagte ich doch schon. Na Olli, wie läuft's mit deiner Mangustentruppe? Naja, noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Aber du kennst mich. So schnell gibt sich ein Oskar Leopold Immergrün nicht geschlagen. Oh ja, das weiß ich. Und was ist eigentlich das hier? Mangustentrainingstunnel. Ruhe bitte! Um unsere Farm gegen Angreifer wie diese zu verteidigen, müsst ihr hinkommen,
wo sich diese Angreifer gerne verstecken. In kleinen Höhlen oder in Erdlöchern. Und genau das werden wir heute üben. Deshalb, alle Mann antreten zum Tunneltraining. Und auf mein Kommando kriechen alle nacheinander durch die Röhre. Habt ihr verstanden? Los, einer nach dem anderen. Sehr gut. Ja, ja, du auch. Jetzt du. Fein, jetzt hier die Nächsten. Los, 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 nicht trödeln da hinten. Hier in den Tunnel. Ja, sehr gut macht ihr das. Sehr gut. Nein, 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 das ist der Ausgang. Hier ist der Eingang. Wow, das habt ihr richtig gut gemacht, Leute. Und zur Belohnung gibt's für jeden noch ein Ei extra. Hey! Und wie läuft's? Fertig! Du oder das Training? Beides. War keine leichte Aufgabe. Aber dank meines fantastischen Trainings haben's die Mangusten jetzt echt voll drauf. Na prima, Olli. Dann können wir ja jetzt in Ruhe schlafen gehen, oder? Oh ja, ich bin tot. Müde. Frühstücksei. Ach, schon toll. So ganz ohne Skorpione und so. Ich fühle mich total sicher und ich habe fantastisch geschlafen. Und du? Ich auch. Das hast du richtig gut gemacht, Olli. Tja, so ein super-duper Trainingsprogramm stellt nicht jeder auf die Beine. Hey, das gibt's doch nicht. Mein Frühstücksei ist weg. Jetzt haben diese Mangusten auch meins geklaut. Die können was erleben. Meine Jungs? Nee, 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 nee. Die waren das auf keinen Fall. Für die leg ich meine Hand ins Feuer. Und wo willst du jetzt hin? Trainieren mit der Mannschaft. Hey, guten Morgen, Leute. Guckt mal, was ich euch mitgebracht habe. Und wer's zuerst knackt, der darf's behalten. Ich fang an. 1, 2, 3. Wupp. Der Nächste.